Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin wieder ein bisschen fresher. Auch nicht viel, weil ich hätte gut noch länger schlafen können. Aber dafür habe ich den Vlog jetzt schon so halb fertig. Und habe mich jetzt gerade auch so mal fertig gemacht. Achso, warte, wir haben was vergessen. Willkommen zu Vlogmas Tag 8. So, das Intro darf natürlich nicht fehlen. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen spät dran. Ich habe mich mit Mama und Papa um 10:30 wieder im Hotel verabredet und deswegen muss ich mich jetzt schnell auf den Weg machen. Ich hatte coole Sachen im Adventskalender heute. Eine von diesen Keep It Raw Schokoladen, die sind richtig lecker. Und eine Spülung von Mama. Ich mache mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns gleich im Hotel wieder. Kennt ihr solche Morgen bzw. Tage, wo einfach nichts funktionieren will? Ich weiß auch nicht. Ich war heute Morgen diese ganze Zeit innerlich gestresst, weil ich mir auch mit den Vlogs immer so Druck mache, dass es halt pünktlich online geht. Und dann habe ich das heute Morgen mit dem Vlog nicht komplett geschafft, weil ich so müde war und ein bisschen länger geschlafen habe. Und keine Ahnung, dann habe ich nichts zum Anziehen gefunden. Dann fand ich mich selber hässlich und dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass mein Zimmer so unordentlich war, weil ich die letzten Tage da einfach nur alles reingeschmissen habe. Und ja, keine Ahnung, irgendwie hat nichts funktioniert. Aber egal, es ist auch total dumm, sich darüber jetzt irgendwie den Kopf zu machen, weil ich sollte mich eigentlich viel mehr jetzt auf den Tag mit Mama und Papa freuen. Und das tue ich jetzt auch. Also ist jetzt egal, dass ich das mit dem Vlog nicht geschafft habe. Das kann ich dann eben auch noch machen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Frühstück. Und hier ist anscheinend wieder dieser Weihnachtsumzug in der Mönckebergstraße. Hier stehen auf jeden Fall schon die ganzen Wägen. Und das geht bestimmt dann gleich wieder los. Jetzt bin ich zwar ein bisschen spät dran, aber ist auch egal. Es ist alles nicht so wild. Man darf sich nicht bei allem so stressen. Muss ich auch immer lernen. Man darf vor allem nicht so perfektionistisch sein bei allem. Und das bin ich nämlich. Das macht vieles immer sehr schwierig oder kompliziert. Oh, jetzt fällt mein Arm gleich ab. Guckt mal, wie süß. Ja, da bist du doch. Guten Morgen. So, Mama und Papa sind... Er ist auch da. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Zu kurz. Zu kurz, ja, ich auch. Aber das können wir später nachholen. Mit Blick auf die Mönckebergstraße. Stimmt. Und wieder lecker Frühstück. Fang an. Ich glaube, ich mache das heute mit du, die gleich die größere Schale. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme auch die große. Hotelzimmer und Mama und Papa packen gerade ihre Sachen zusammen und ich probiere den Vlog gerade noch hochzuladen. Ich hoffe, das klappt noch. Und was machen wir jetzt noch? Wir gehen, glaube ich, noch mal so ein bisschen über Weihnachtsmarkt durch die Stadt. Und genau, wir sind zu super dry. Papa möchte super dry. Papa möchte noch shoppen. Der hat ja noch gar nicht. Du warst bei Hollister auch schon. Ja. Und Mama und ich gucken nur. Wie immer gucken wir natürlich nur. Wir sind nur so begleitend. Ja. Wir müssen zwangsläufig mit. Mist. Wie fandet ihr bis jetzt das Wochenende? Sehr schön. Sehr entspannt, sehr schön und auch sehr inspirierend. Inspirierend, warum? Weil wir sehr nette Leute kennengelernt haben und auch wir sehr nette Gespräche hatten. Es war einfach schön. War, ja. Ich weiß nicht, wir haben viel und gut geredet. Fand ich auch. Das war sehr schön. Ja, danke schön. Mama.
Mama und ich haben gerade die geilsten Handyhüllen überhaupt gefunden. Ein bisschen peinlich ist es schon, ne? Sieht ein bisschen scheiße aus, aber es ist schön weit. Utsch, 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 utsch. Wir laufen jetzt gerade hier über den Jungfernstieg und wollen einmal bei dem Weihnachtsmarkt hier gucken, nach dem Stand mit den veganen Sachen. Das hat Lea nämlich in ihrem Video empfohlen und da wollte ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Also falls ihr nach einem veganen Weihnachtsstand am Weihnachtsmarkt auf der Suche seid, dann müsst ihr hier mal beim Jungfernstieg vorbeigucken. Und ja, das ist so witzig. Die Straßen sind heute hier alle gesperrt wegen des Umzugs. Und typisch deutsch, bleiben trotzdem alle an den Ampeln stehen, obwohl gar keine Autos fahren. Aber Fun Fact, gerade. Mama filmt mich mit ihrer Plüschhülle. Die sieht so doof aus. Egal. Boah, Papa, kannst du hier richtig Schnäppchen machen? Die Handysucht ist. Du warst gerade am Handy. So, meine Lieben, Mama und Papa sind wieder weg. Die nehmen jetzt gerade ihren Zug nach Hause. Und ich wollte euch noch gerade kurz zeigen, was ich heute noch so gefunden habe beim nur gucken. Eine ganz schöne Bluse bzw. ein Body bei Pimpki war das, glaube ich, ja. Und ja, das ist einfach im Grunde eine schlichte Bluse mit vorne einem Knopf. Die fand ich sehr cool. Und dann noch zwei Gürtel, weil ich die ganze Zeit auf der Suche war nach Gürteln. Der eine ist grün und hat so ein bisschen Lederoptik und eine goldene Schnalle. Und der andere ist einfach schwarz und hat eine silberne runde Schnalle. Und natürlich diese hammergeile, flauschige Handyhülle. Die ist ein bisschen strange, aber irgendwie ist es auch ganz süß. Ja, das Wochenende war auf jeden Fall mega schön. Es ging total schnell rum. Ich habe das Gefühl, Mama und Papa sind gerade erst angekommen. Ich habe es auf jeden Fall wieder voll genossen. Immer wenn die da sind, dann ist das so ein richtiges Verwöhnprogramm irgendwie. Und dann lassen wir uns da natürlich auch richtig gut gehen. Und ja, irgendwie ist es immer voll schön. Und jetzt bin ich wieder zu Hause, wie ihr seht. Mein Freund kommt gleich wieder. Und wir wollen noch was kochen und wahrscheinlich Harry Potter gucken. Oder vielleicht kann ich ihn auch zu einem Weihnachtsfilm überzeugen. Das sehen wir dann. Bei uns gibt es heute Abend eine Süßkartoffel-Zucchini-Feta-Pfanne. Einmal vegetarisch und einmal mit Hack. Und wir gucken jetzt Harry Potter, Teil 6 sind wir, ne? Teil 6. Als ich dem jungen Mr. Riddle begegnete, war er ein stiller, aber überaus begabter Junge mit dem Ehrgeiz, einmal ein großer Zauberer zu werden.
Genau wie viele andere meiner Schüler. Eigentlich auch genau wie sie. Wenn das Monster da schon existiert. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone.